Die Navy hat gut gekämpft. Klar, ist ja auch die Erde. Besser spät als nie. Wie wär's mit etwas mehr Respekt, Romeo? Ich sag nur, Sie haben was übersehen. Nein, für uns übrig gelassen. Sie kennen die Musik. Zeit zu tanzen. Hallo, Schöne. Ports, sofort. Neulinge? Nichts Besonderes. Waren wir alle mal. Wenigstens hören Sie. Auf mich. Aber Sie werden meine Worte nicht mögen. Befehl ist Befehl. Kommen Sie, Veronica. Was könnte wichtiger sein als der Trainer? Meine Befehle. Und Buck? Nennen Sie mich Captain. Den Tanz lasse ich aus. Wo soll ich mich hinsetzen? Was hatte die denn für eine Panzerung? Keine Ahnung, Mickey. Hab nicht dahin geguckt. Im Ernst? Sieht nach Nahkampf aus. Genau. Die zweitletzte. Gleich neben meiner. Gemütlich. Sagen Sie uns Ihren Namen, Gunny. Miss Nachrichtendienst. Unser neuer Boss. Oh Mann. Also haltet den Mund. Setzt euch hin und macht euch einsatzbereit. Was soll ich mit diesem Ding in einem Allianzschiff? Aufwachen, Schneewittchen. Entspann dich, er tut dir nichts. Außerdem wäre es jetzt ratsamer, stark und schweigsam zu sein. Laut Berichten sammeln sich die Allianztruppen unter dem Träger. Sie ziehen sich zurück? Warum? Von hier oben finden wir das Meer raus. Soldaten, wir sind gut und kämpfen bis auf Blut. Ich nehme es zurück. Die Navy hat versagt. Hey, Romeo. Sagte ich nicht, die sollen den Mund halten? Ja? Das war ein Befehl. Captain, 15 Klicks neben dem Deck. Kurskorrektur auf meinen Befehl. Bereit machen. Was hast du gesagt? Jetzt! Wir sind weit vom Kurs ab. Der Kurs ist genau richtig. Aber wir werden den Träger verpassen. Strahlung! War das etwa eine Atombombe? Nein, der Träger wird springen. Das ist ein Slipspace-Riss. Wir müssen...
Sagen Sie uns Ihren Namen, Gunny. Miss Nachrichtendienst. Unser neuer Boss. Oh Mann. Also haltet den Mund. Setzt euch hin und macht euch einsatzbereit. Ja. Einen Moment. Es kam hart runter. Meine Luke geht nicht auf. Was ist mit deiner? Jetzt auf. Gut, dann bist du mit dem Spielchen fertig. Ich brauche Hilfe. Hab ich was falsch gemacht? Das Einzige, was ich bedauere, ist nicht zu wissen, dass du eine Spionin bist, als wir uns kennenlernten. Sonst wäre ich nicht so nett gewesen. Das fehlt mir an dir am meisten, Bug, dass dein Mund immer etwas schneller ist als dein Verstand. Und lass meinen Job aus dem Spiel. Wir wollten das Ende beide. Das ist Jahre her, Veronica. Die Details sind verschwommen. Du musst seitdem viele Männer getroffen haben. Warum bin ich jetzt hier? Erstens bist du der beste Soldat, den ich kenne. Zweitens, weißt du nicht mehr, diese Nacht, was du mich morgens gefragt hast? Du hast mir keine Antwort gegeben. Sag das nochmal, Bud. Ich höre dich kaum. Ich sagte, bleib da. Ich komme. Wir haben die Landezone verpasst. Achtung, wir wimmeln von Allianz-Einheiten. Danke für die Warnung. Tod kannst du mich schließlich nicht retten. Ich soll hier bei dir sein!
Hol die Jungs! Veronica, was bedeuten die toten Eliten? Wie meinst du das? Sieht nach einer Familienfeder aus, als hätten Brute sie getötet. Sollte ich was wissen? Das ist geheim. Manches ändert sich nie. Ich habe ein kleines Schakalproblem. Durchbricht ihre Schilde mit einer überladenen Plasmapistole. Das wirkt auch gegen Brute-Panzer. Ach ja? Warum sagst du das erst jetzt? Ich saß ja noch in meinem Pod. Fuck, Position? Fast da. Was ist los? Mehrere Feinde nähern sich meiner Position. Hör mal, wenn ich es nicht schaffe. Hey, halte durch. Bin gleich da. Zu spät. Sie haben mich gesehen. Verdammt, nein! Veronica, rede mit mir. Bleib da. Ich komme. Hast du gehört? Jäger?
keine Zeit! Dreht euch um, damit ich euch in den Rücken schießen kann. Bin hier! Hab dich! Oh. Ah, Mist! Hey! 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 Was zum Teufel war das? Haben Sie das schon mal gesehen? Hey, Romeo! Hören Sie mich? Oh, verstehe. Erlaubnis zu reden, Klugscheißer. Ich weiß nicht, was das war. Aber es hätte Sie fertig gemacht. Genau wie den Captain. Ja, vielleicht. Was von Mickey gehört? Dutch? Negativ. Vom Anfänger? Wir müssen hier raus und eine Verbindung herstellen. Eine unserer Drohnen muss sie gesehen haben. Dann ist die Mission der Lady geheim? Hat sie Ihnen gesagt, was sie wollte? Nein. Nie. Aber egal. Ich will jetzt nur noch meine Männer aus der Stadt bringen. Auch sie. Thank you.
Hallo Reisende, willkommen in Mombasa. Nervös? Gestresst? Bitte bleiben Sie ruhig. Schaltkreise geöffnet, voller Stolz. Können Sie vielleicht einen Zehner? Hallo Reisende, die Mombasa Transitbehörde begrüßt Sie in der Kikuani Station. Wie kann ich ein helfen? Ticket nach Alt-Mombasa, bitte. Hier ist meine Karte. Oh, nein, doch nicht. Lässt sich zurückverfolgen. Mist, ich brauche Münzen. Vielen Dank. Wie lautet Ihr Reiseziel? Magongo. Wenn ich nicht erwischt werde. Hoffentlich. Vielen Dank. Ein Ticket für eine Person nach Magongo. Na los, los. Bitte Ticket entnehmen. Halt! Warten Sie bitte! Einsteigen bitte. Zugnummer 15. Das war von knapp. Stadtzentrum nach Alt-Mombasa fährt ab. Nächste Station ist Makupa, Nairobi-Straße, Hope Station und Magongo. Fast geschafft. Fast. Notfall. Bitte bleiben Sie ruhig. Bitte bleiben Sie ruhig. Verflucht, er hat mich gefunden. Thank you.
schnelle, genaue Diagnose. Von Mickey gehört? Dutch? Negativ. Wir müssen hier raus und eine Verbindung herstellen. Eine unserer Drohnen muss sie gesehen haben. Zu sichern. Wir brauchen hier ein bisschen Hilfe. Bilder hoch. Granate. Beifahrersitz. Danke für die Hilfe, Soldat. Ist den Warthog in Bewegung. Abmarsch! Bestätigt. Wir haben auf den Chopper! Wenn ihr ihn nicht trefft, reißt er uns in Stücke! Jetzt schön dranbleiben! Schön dranbleiben! Dranbleiben! In Bewegung bleiben! Wir rennen nach Richtung Schussbahn! Hinten ist der schlechter gepanzert. Du bist tot, Kleiner! Deckung! Räuchern wir diese Hurensöhne da aus! Jutsch! Genug was, Freund! Ja! ST meldet sich zum Dienst, Sir. Komm, Soldat. Gehen Sie durch den Park zu meinem zweiten Versuch. Wir haben große Verluste und brauchen dringend Verstärkung. Verstanden. Bin schon unterwegs. Du stellst sie auf und ich leg sie flach. Das ist
das zweite Platoon, Soldat. Unternehmen Sie was wegen der Raid. Wo ist der Colonel? Sitzt nahe der Allianz-Landezone fest. Sobald die feindlichen Panzer weg sind, können wir über die Brücke zu ihm fahren. Hey, aber was tun? Bleib dran, Kumpel! Juhu! Wir haben den Chopper ausgeschaltet! Es ist tot und abgehakt! Du bist tot! Verdammt! Da kommen sie! Gott, ich wollte kein Pilot werden. Bitte sag, dass ich heute nicht mehr fliegen muss. Also, war das ein Ja oder ein Nein? Amen. Thank you.
Virgil, du kannst den Zug nicht anhalten. Hier sind noch mehr Leute. Hör auf damit, Virgil. Was machen Sie denn da? Reden Sie mit dem Zug? Hättest du nicht alle Ampeln auf Rot geschaltet, wäre ich gar nicht hier. Umleitung, bitte Vorsicht. Was? Antwortet der Zug Ihnen etwa? Was ist hier los? Sir, das tut mir wirklich leid. Ich wollte bloß die Stadt verlassen. Virgil, lass mich einziehen. Achtung. Kinder. Ich bin 19. Außerdem nimmt das UNSC jeden, den es kriegen kann. Genau das hätte Dad auch gesagt. Wissen Sie, der Zug hat recht. Es sterben wirklich viele Soldaten. Das ist kein Zug, sondern eine Stadt. Und zwar eine böse. Das hat früher mal funktioniert, Virgil. Mach die Tür auf, sofort! Notheil, bitte bleiben Sie ruhig. Virgil, du kannst den Zug nicht anhalten. Hier sind noch mehr Leute. Hör auf damit, Virgil. Was machen Sie denn da? Reden Sie mit dem Zug? Hättest du nicht alle Ampeln auf Rot geschaltet, wäre ich gar nicht hier. Umleitung, bitte Vorsicht. Was? Antwortet der Zug Ihnen etwa? Was ist hier los? Sir, das tut mir wirklich leid. Ich wollte bloß die Stadt verlassen. Virgil, ich lass mich einziehen. Achtung, spielende Kinder. Ich bin 19. Außerdem nimmt das UNSC jeden, den es kriegen kann. Genau das hätte Dad auch gesagt. Wissen Sie, der Zug hat recht. Es sterben wirklich viele Soldaten. Das ist kein Zug, sondern eine Stadt. Und zwar eine böse. Das hat früher mal funktioniert, Virgil. Mach die Tür auf, sofort! Hier lang, Schatz. Vorsicht. Abfahrt von Hope Station. Virgil, fahr zur Hölle. Vergiss es. Die Hölle ist zu uns gekommen. Thank you.
genaue Diagnose oder geht zurück. Hörst du mich? Ich spreche per Chatter. Ich bin in Alt Mombasa ausgestiegen und... Parken verboten. Ansonsten werden sie abgeschleppt und verwarmt. Ja, ich kann es sehen. Ein riesiges Allianzschiff. Direkt über dem Stadtzentrum. Auf dem Bahnsteig ist ein Kiosk. Macupa Station. Wir treffen uns da, okay? Entschuldigung. Tut mir leid. Hey! Aufpassen! Bitte geben Sie Ihr Ziel an. Virgil, zeig mir Dad. Schnell. Leider ist mir dieses Ziel nicht... Sadie, wo bist du? Bahnhof, Alt Mombasa. Dad, hier ist ein Schiff... Pass auf, Süße. Ich wollte es dir heute früh sagen, aber du warst so schnell weg. Du kennst mein aktuelles Projekt. Die seismische Überwachung des Bauplatzes in der Stadt. Dad, hier ist ein Schiff der Allianz... Virgil hat unter der Stadt etwas gefunden. Sowas habe ich noch nie gesehen. Dad! Die Allianz greift an. Verstehst du, was ich sage? Du musst von da verschwinden. Keine Sorge. Ich bin 9 Stockwerke unter der Erde. Und Virgils Datenzentrum ist sehr, sehr sicher. Gut, dann komme ich zu dir. Nein, das tust du nicht. Bleib, wo du bist. Ich habe Virgil... Sorry, Dad. Etwas stimmt nicht. Dies ist eine Videoverbindung, Sadie. Ich sehe, dass du das bist. Stimmt. Na egal. Virgil, lass den Zug rückwärts fahren. Sadie und Dasher, ich lasse nicht zu, dass du dich in Gefahr bringst. Was ist das für ein Geräusch? Oh, oh. Entdeckung!
oder? Ihre Streitsoldaten. Erstreut, tot, keine Ahnung. Schade, wir brauchen jeden, den wir kriegen können. Wo wird denn gekämpft? Rate mal, du Genie! Ja.
zu leben, dann verschwinde von der Straße!